Gratulation. Sie haben die internationale A-Lizenz abgeschlossen. Oh ja, habe ich. Jetzt können Sie. Jetzt kann ich die Superlizenz fahren. Ah, nicht schlechter Wagen. Schlechter Wagen. Nicht schlechter Wagen. Hammergeiler Wagen. Oh, ein LFA. Und der McLaren, der neue. Ah, es gibt schon wieder noch einen neueren, aber ziemlich geile Wagen hier. Teilweise ziemlich geile Wagen, besonders der hier. Den hätte ich gerne, weil der hat nur Qualle. Das gute Stück. Oh, das ist ja ein toller Wagen. Mit dem werde ich jetzt sofort ganz viele Rennen gewinnen. Ich gucke nochmal beim Gebrauchtwagenhändler. Was haben wir denn hier? SL65 AMG. Hm. Sieht langweiliger aus, als er klingt. Der C60 da oben. Das ist schon ein verdammt guter Wagen. Ja, auch ein verdammt teurer Wagen. Impreza. Ist immer mal wieder so ein richtig schöner, guter Wagen dazwischen. Das ist echt gut. Ist echt gut, dass da ein guter Wagen zwischen ist. Bla bla bla. So, fahre ich die Spezial-AMG-Schule? Das ist die Frage. Ich kann ja mal gucken, wie das mit dem japanischen Rennen da aussieht. Wie schrecklich es denn letztendlich jetzt ist. Ah, ich hab's gewusst. 10 Runden. Obwohl nur auf der Strecke 10 Runden. Was haben wir denn für Gegner? Ach, das sind sogar nur normale Wagen. Doch keine GT-Scheiße. Ja, japanische Wagen. Haben wir meinen Nissan. Hätte ich ja fast noch mit meinem hier 68 GT fahren können. Nice. Das, was ich jetzt als erstes mache, ist auf den Testtrack gehen und mal das Fahrwerk von dem GTR umstellen. Weltstrecken. Ne, ich fahre ja mal Eiger Nordwand. Kann am besten testen. Enge Kurven. Sollen das die vorher einstellen? Konnte vorher nochmal ein Bildschirm, oder? Wenn ich mich nicht irre. Irre. Na? Da ist auch der C60, oder? Ist das ein anderer C60 Hybrid? Kann sein, dass das... Ich gebe davon zwei Varianten. Kann sein, dass das sogar der andere war. So, jetzt befragen wir nochmal das Internet, was das dazu sagt. Aerodynamics habe ich nicht. Transmission, bla bla bla. Braking. Anders hier, bla bla bla. Boah, da gibt es echt Diskussionen darüber, über diese Einstellung. Ich entscheide mich mal für die hier. Ja, der Akku ist fast leer. So. Springs, Suspension, Ride High. Minus 16 und minus 13. Okay. Das gefällt mir schon mal auch nicht tiefgelegt. Federkraft. Minus 16 und minus 13? Hä? Achso. Guck ich denn da? 13,8 und 11,5. 13,8. Und 11,5. Stoßdämpfer. 4,5 und 4,7. 5 und 4,7.
Komische Einstellung. Ba, ba, ba. 3 und 2. Ne, das ist was anderes. Sway Bars, was ist das denn? 1,4 und 1,3, sagt er, hier soll man so lassen und hinten soll man ruhig auch auf ganz 0 drehen. Okay. Hinten mehr Bremsen. Wo stelle ich sowas denn ein? Ach, bei Bremsen vielleicht. Hinten soll man 7 haben und vorne nur 3. Vorne 4. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Top Speed. 242 mph sind das halt dann. Wie viel km sind das denn nochmal? Ah, ich wollte sowieso bei meiner Endgeschwindigkeit bleiben. Testen bloß doch einmal kurz. No. Ja, macht einen soliden Eindruck. Hat auch gute Flugeigenschaften, der Wagen auf jeden Fall. Ja, kommt schon wesentlich besser rum, als er es damals tat, wo ich das erste Mal probiert habe. Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Zeit war da sogar 1 Minute 5, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht kriege ich das ja sogar geschlagen, obwohl jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Schön eng nehmen die Kurve. Ist er hier auch ins Rutschen gekommen? Das tut er jetzt auch schon nicht mehr. Finde ich gut. Also soweit scheint das Ganze... schon stabiler zu sein. Na, 1 Minute 5 letztes Mal. Sagen wir mal 2 Sekunden gespart. Aber immerhin, 2 Sekunden sind 2 Sekunden. Wenn es sich dann auch angenehmer fahren lässt. Ich glaube, was ist das denn hier? Der Datenlogger, ich verstehe. Geistwiederholung laden. Was heißt das denn? Okay. Ja, ich mache mal kurz die Wiederholung an, während ich mir eine Coke hole. Wiederholungen sind echt immer schick. Da kann man nichts gegen sagen. Boah. Und man kann halt Fotos in der Wiederholung machen. Finde ich auch ein sehr geiles Feature. Nicht Future, sondern Feature. Sehr geiles Feature. Sorry, Sprünge funktioniert jetzt aber nicht so gut. Cool. Auf jeden Fall cool. Da kann man noch sehr coole Fotos auf der GP-Strecke vom Nürburgring machen, weil man da ja über diese Streckenbegrenzung springen kann. So hoch fliegt. Da kann man sehr coole Fotos von den Autos machen. Sehr absurde. Boah, meine Güte. Cola bringt mich um.
tot wegen Cola. Dann mache ich mich, glaube ich, echt nochmal an diese Japan-Meisterschaft. Sieht gar nicht so schrecklich aus. Könnte man mal eben durchziehen. Ach, das kann ich mir auch schnell angucken. Finde ich gut. Das ist auch nicht so schrecklich. Aber die Gegner sind schrecklich. Alter Schwede. Boah, ey. Boah. Da, shit, das schaffe ich nicht mit, was denn hier wieder, was skippe ich denn hier an Strecken? So. 10 Runden da. Ist zwar scheiße, aber da dauert eine Runde auch nur eine Minute, wenn überhaupt. 5 Runden auf der Strecke, die ist ganz geil. Grand Valley hatten wir eben schon 5. Da muss ich trotzdem fahren. Monza ist geil und Suzuka werde ich mir dann wahrscheinlich kneifen. Ist auch wieder ganz erträglich, 4 Rennen. Ist halt so, muss man durch, ist ein Rennspiel. Die Gegner sind ja echt Pillepalle. Also das ist ja doch noch billiger als bei der Tuning-Meisterschaft, würde ich fast behaupten. Z34. Oh, aber 32.000 gibt es hier als Preisgeld. Muss ich aufpassen, dass ich hier am Ende nicht bei 1 Million schon liege. Weil die All-Stars, die Gran Turismo All-Stars, die wollte ich schon noch fahren, auf jeden Fall. Die ganze Extrem-Scheiße. Die ist dann auch extrem. Muss man schon sagen. Das geht ordentlich in die Zeit. Oh, Coca-Cola-Werbung. Drink Coca-Cola. Geile Felgen. Die anderen sind echt Pillepalle. So tief sieht er gar nicht aus dafür, dass wir den jetzt so krass die Höhe gelegt haben. Ich fahre lieber wieder in Cockpit-Sicht. Mag ich irgendwie bei dem Wagen. Alter, ist das ein lockeres Ding. Ich dachte, ich habe hier irgendwie eine Herausforderung oder so. Was? Glaube ich das aber nicht in Erinnerung, das Fahrwerk. Also der liegt ja jetzt extrem sicher. Da rutscht wirklich nichts mehr, aber er ist schon noch ein bisschen bockig in den Kurven. Ja, ist er. Na ja, gut, man muss auch nicht unbedingt 200 hier durch die Kurve fahren. Lenke, du musst weiter lenken. Ja. Eine Runde, 55 Sekunden. Ah, da geht doch noch was. Sind wir bei dem Rennen auch wieder bei 10 Minuten ungefähr. Heftig. Diese GT-Rennscheiße, wo ich eigentlich dachte, dass es das wäre, das ist ja dann echt erst in der Extremmeisterschafts-Bla-Ecke. Hätte ich gar nicht gedacht. Es dauert wahrscheinlich schon lang, aber extrem hätte ich das noch nicht eingeschätzt. Extrem sind eher so die 24-Stunden-Rennen doch eigentlich. Das ist ein bisschen komisch. Die 4-Stunden-Rennen und die 3-Stunden-Rennen. 2-Stunden-Rennen. Ach nee, das sind ja dann keine 2-Stunden-Rennen, sondern das sind dann immer 1000 Kilometer oder so. 1000 Kilometer Grand Valley oder so gibt's dann da. Das ist schon eine ganze Ecke. Ja, wo sind wir denn jetzt? Bei 52 Sekunden. Ja, auf der Strecke hier wird der Wagen irgendwie nicht so ganz glücklich. Kann nicht an sein Limit gehen. Ich dachte mir, ich fahre eng rein, komme dann auch gut wieder raus aus der Kurve, aber irgendwie nicht, ne.
So wie es aussieht, habe ich hier fast nur eine Chance, sie zu überrunden. Alter Schwede. Yeah.